In den Weiden von Mittelerde waren 7 Zwergenstämme beheimatet. Im 2. und 3. Zeitalter lassen sich jedoch nur noch Erzählungen über eines von ihnen finden. Die Langwerte, denen auch Thorin Eichenschild und Dain Eisenfuß angehörten. Alle übrigen Zwergenvölker sind an den Rand der Unwichtigkeit geraten. Doch das war nicht immer so. In der altvorderen Zeit, im 1. Zeitalter, spielten noch andere Zwergenstämme eine große Rolle. Ihnen gehörten Zwerge an, denen in späteren Jahren als heroische Krieger, große Fürsten und unvergleichliche Schmiede gedacht wurde. Allen voran Azaghal, der gewaltigste Zwergenkrieger seiner Zeit, der im Kampfe sein Leben opferte, um Elben und Menschen vor dem Inferno zu bewahren. Doch bevor das Video beginnt, wollten wir euch darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt eine Kanalmitgliedschaft haben. Da unsere Videos extrem zeit- und arbeitsaufwendig sind, würden uns Beiträge jeder Größe viel helfen. Außerdem bekommen Mitglieder unseres Kanals coole Vorteile, wie zum Beispiel Zugriff auf unsere eigens erstellten Grafiken. Azaghal wurde in der ersten Hälfte des 1. Zeitalters in den Blauen Bergen geboren, irgendwann zwischen den Jahren 200 und 260. Welchem Zwergenvolk er angehörte, kann man nicht mit Gewissheit sagen, jedoch weiß man, dass er entweder von den Breitstämmen oder den Feuerbärten stammte. Innerhalb seines Volkes war er von königlicher Abstammung, denn sein Ahn war einer der 7 Urväter der Zwerge gewesen. So wurde Azaghal auch der Fürst von Belegost, der großen Zwergenfestung der Blauen Berge. Den Elbenvölkern von Mittelerde, sowohl den Noldor als auch den Sindar, war er freundlich gesinnt, denn schon vor seiner Zeit hatten Elben und die Zwerge seiner Stadt mit diesen kollaboriert und Handel betrieben, zu beiderseitigem Vorteil. Zudem hatte ihm in seinen jungen Jahren einst ein Fürst der Noldor, nämlich Maedhros der Lange, das Leben und seinen Schatz gerettet, als er auf der Zwergenstraße in Ost-Beleriand von Orks überfallen wurde. Diese Tat sollte nicht vergessen werden, und Maedhros wurde reich belohnt, denn Azaghal schenkte ihm im Gegenzug seinen einzigartigen, mächtigen Kriegshelm, der später als der Drachenhelm von Dor Lumin berühmt werden sollte. Auch blieb er mit Maedhros in Kontakt, und als dieser über ein Jahrhundert später um Hilfe bat, war Azaghal zur Stelle. Denn im Jahre 469 des 1. Zeitalters wurde Maedhros Bund gegründet. Eine Kriegsallianz der Elben, Menschen und Zwerge gegen den dunklen Herrscher Morgoth. Sowohl in Nogrod als auch in Belegost, den beiden großen Zwergenstädten der Blauen Berge, waren die Schmieden geschäftig und Azaghal sandte große Vorräte an Waffen und Rüstungen an seine Verbündeten. Zudem stellten die Zwerge ein großes, gut gerüstetes Heer auf, welches unter Maedhros Kommando in die Schlacht ziehen sollte. 3 Jahre später, im Jahre 472 des 1. Zeitalters, war es soweit. Die Musterung der Heere sowie die Kriegsplanung waren getan und die Truppen standen in Reih und Glied. Sie waren bereit für die 5. große Schlacht im Beleriand, die gemeinhin als die Schlacht der ungezählten Tränen bekannt werden sollte, in den Kampf zu ziehen. Diese epische Schlacht haben wir auf unserem Kanal in 3 Videos genauer unter die Lupe genommen und detailliert erzählt. Schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt. Denn jetzt befassen wir uns nur mit dem Part, in welchem Azaghal eine relevante Rolle spielte. So führte er nun im hohen Alter seine Zwergenkrieger neben den Legionen der Elben im Ostheer ins Feld, nachdem dieses durch Verrat erst 3 Tage später als geplant vorrückte. Grausam und wüst sollte jene Schlacht für die Widersacher des Bösen verlaufen, denn besser als sie war Morgoth vorbereitet gewesen. Kurz nachdem das Ostheer ins Schlachtgetümmel eingriff, fand es sich von 3 Seiten aus attackiert. Im Westen von Orks, im Osten von verräterischen Menschen und im Norden von Bestien, Wolfsreitern und Drachen. Besonders Glaurung, der Urvater der Drachen, verrichtete verheerenden Schaden. Keiner vermochte, ihm standzuhalten. Alsbald war von dem prachtvollen Ostheer nicht mehr viel übrig. Denn Elben, Menschen
und die Zwerge aus Norgorod waren entweder tot oder auf der Flucht vor dem Flammeninferno. Zurück blieben allein die Krieger von Belegost unter der Führung Azachals, ihres Fürsten. Von Kopf bis Fuß gepanzert in gleißendes Eisen und behelmt mit grausigen Kriegsmasken waren sie einigermaßen gegen Drachenfeuer geschützt und warfen sich dem mächtigsten ihrer Widersacher entgegen, Glaurung. Auf dem Schlachtfeld umzingelten sie ihn und hackten mit ihren großen Streitäxten viele Wunden in seinen Panzer. Doch es war nicht genug, denn in seiner Wut drehte sich Glaurung herum und streckte Azachal zu Boden, um ihn zu zerdrücken. Da zog der mächtige Zwergenfürst mit letzter Kraft ein Messer und rammte es tief in den ungeschützten Bauch der Feuerschlange. Zu kurz war die Waffe, um das Ungetüm zu töten, doch brachte er ihm eine solche Wunde bei, dass Glaurung in seinem Schmerz vom Schlachtfeld floh und alle Untiere Morgoth mit ihm. So rettete er, Azachal, der Fürst von Belegost, die verbleibenden Elben und Menschen vor dem alles zerstörenden Feuersturm des Drachen. Und obgleich der Zwergenfürst dabei zugrunde ging, war es dennoch eine Heldentat, die hernach oft besungen werden sollte. Die Zwerge, die ihm bei seinem letzten Gefecht beigestanden hatten, nahmen nun seinen Leichnam und trugen ihn in Ehren und unter traurigem Gesang zurück in seine Heimat, um ihn dort gebührend zu begraben.